So, diesmal direkt der nächste Nissan 350Z, ein Roadster, wie ihr vielleicht seht. Fahrzeug hat bereits eine Abstimmung bekommen, aufgrund dessen, dass hier Berg Sportcuts und eine Nvidia Gemini-Anlage verbaut worden ist. Die Software stammt aus dem süddeutschen Raum und ja, vom Ablauf her lief das nach Kundenaussage so, dass der Chiptuner das Steuergerät ausgebaut hat, ist im dunklen Kämmerchen verschwunden, kam nach einer halben Stunde wieder, hat es eingebaut, hat 500 Euro kassiert, war fertig. So soll es eigentlich nicht laufen, aber gut. Wir haben die Software kontrolliert, aufgrund dessen, dass der Kunde halt an der Heckstoßstange massive Rußentwicklung festgestellt hat und waren auch mit dem Ergebnis der Logfiles, die wir geschrieben haben, mit dieser Software nicht wirklich zufrieden. Ja. Wir haben oben raus lediglich 26 Grad Vorzündung, im Tal bei 5100 hat das Fahrzeug auch massiven Drehmoment und Leistungseinbruch gehabt, wo auch nur noch 19 Grad Vorzündung anstanden und das Fahrzeug lief brutal zu mager. Ja, also wir haben bis 4000 Umdrehungen unter Volllast gerade mal eine Lambda 1 gehabt und wurde dann halt angefettet auf ungefähr Lambda 0,93,94. Also viel zu mager eigentlich für das Fahrzeug. Neue Software ist drauf, in der Eingangsmessung quasi mit der schon abgestimmten Software von dem anderen Tuner hatten wir eine Zeit 100 auf 200 km/h, allerdings alleine gemessen, von 17,4 Sekunden. Jetzt machen wir nochmal eine Messung 100-200 mit Kameramann und ich habe die aber vorhin auch schon mal alleine gemessen, das verrate ich euch gleich, was da rausgekommen ist und dann schauen wir mal, was daraus geworden ist. So, wie ihr gesehen habt, sind wir jetzt eine Sekunde schneller als mit der alten, schon bereits getunten Software von dem anderen Tuner. Und das lässt sich natürlich mehr als sehen mit gerade diesen wenigen Modifikationen, die das Fahrzeug hat und dem höheren Gewicht des Roadsters. Ja, was ist dazu noch zu sagen? Die Software musste natürlich massiv verbessert werden. Wir hatten Probleme im Zündungsbereich, im Benzin-Luftgemisch. Das haben wir natürlich alles behoben jetzt. Der Kunde wird, wenn er wieder zu Hause ist, nochmal auf den Prüfstand in Sinsheim fahren und uns die Zahlen nochmal nachliefern, sodass wir dann auf dem Papier auch nochmal sehen können, wie viel sich das in Drehmoment und in Leistung halt ausgewirkt hat. Ja, grundsätzlich ist zu sagen, spart nicht am falschen Ende, ja, weil so wie die Software jetzt war, ist es extrem schädlich für den Motor, für Zündkerzen, für Auslassventile, für Katalysatoren und von daher nehmt ruhig die paar Kilometer mehr und die 2-3 Euro mehr in Kauf und lasst es richtig machen durch eine richtige Abstimmung und dann seid ihr wirklich auf der sicheren Seite. Also bis dahin.